Was ist hier los? Jetzt kann ich ihn baiten. Lars. Mein Buch ist super gemacht. Ja, vielleicht will der doch. Der hat den Schattenläufer gehört. Der will den wegfetzen. Lars. Das waren deine schlechten Jokes. Dieser Moment, wenn du im Livestream so schlechte Witze machst, dass sogar die NPCs von der Brücke springen. Holy shit. Oh, lol. Leute. Oh, da vorne rennt er. Na, warte, du Lump. Oh, fuck, man. Welch. Schneller runter, hätte ich unten den Ding baiten können. Den Schattenläufer. Wie viel Steintafeln hier liegen, ey. Seht ihr, wer da schnarcht? Es ist der Schattenläufer. Musik. Dramatically. Ja, mit der Erfahrung auf meinen Nacken. Dabei sein ist alles. Ja, lautet hier die Devise bei der Quest. Der Schattensäufer. Das ist echt so, der gönnt sich in der Höhle. Haut er sich richtig, der bolzt alles weg, Mann. Spiritus knallt er sich rein. Auch mal zwischenrein irgendwie eine abgestandene Backmischung. The fuck? Oh, Leute. Ihr merkt, der Livestream, der ist. Er strapaziert die Gehirnleistung. Oh, da bist du, Larsli. Ich glaube, du hattest zu viel Diesel. So, hier kann's gefährlich werden. Hier wird's gefährlich. Ja, ja, Lars. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zu. Ah, ich hätte nicht weiter sollen, sondern die Blutsauger da drüben hätte ich noch pullen sollen. Die hätte Lars auch weggebolzt. Oha, fuck. Krass. Guck mal, die sind halt richtig krass stark und geben halt, was weiß ich, 10% mehr Erfahrung oder so ein Scheiß. Er hat 10% nicht, aber hier anderthalb mal so viel Erfahrung als. Ne, die haben nur 40 gegeben. Vergesst komplett, was ich gesagt habe. Hört einfach auf, darüber nachzudenken, was ich sag. Die Aufforderung, Alter, Junge. Ich glaube, du kannst als Streamer nichts Besseres zu deinem Chat sagen wie. Diese heilenden Worte, die ich von mir gebe. Das ist wie Balsam auf der Seele. Da sind wir, oder? Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, was für eine Straße? Dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Sollen wir in der Gegend rumwandern? Buh! Oben ist ein Feuer an. Feuer! Buchse on fire. Ich glaube, ich speichere besser mal. Ich wollte Strafe schreiben. Alles klar, Strafe. Hallo? Die Musik, Mann. Junge, ich bin... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, das ist ein Varan.
Ja gut, wir sind hier in einer wirklich gefährlichen Situation. Es reden aber Leute. Was machen wir an der Stelle? Ich würde sagen, erstmal kurz Fleisch braten, oder? Marto Rich, by the way, die Musik ist von Kai Rosenkranz, okay? Geil, nice to know, habe ich mich vorhin schon gefragt. Da gehen Props raus an Kai, weil das ist echt phänomenal, die Musik, die passt da wirklich göttlich. Auf Innos-Ebene passt die zu dem Spiel. Nee, ist ja wirklich sehr schön. Also, du merkst, die haben sich so viel Mühe gegeben und deshalb nehmen wir die Atmosphäre auch mit und wir schlafen bis in die Mitternacht rein. In die Mitternacht? Passt, oder? Grammatikalisch bin ich wieder auf dem richtigen Holzweg. Also, alles gut. Gucken wir mal, wo die Jungs hier gequatscht haben. Nee, ich schlafe bis Mitternacht, weil ich wollte jetzt gerade mein Leben aufladen ohne. Aber ich will die Atmosphäre bei Nacht mitnehmen. Und das ist mega, mega, mega schön. Hier ein bisschen rumzuwandern. Gut, da kommt The Red. Die Pest kommt. Easy. Hauen wir weg. No way. Zündest du mal eine Fackel an, nur um das zu sehen mit der Grafik? Nein, aber ich kann einen schweren Ast in die Hand nehmen. Hahaha, lol. Sehr geil. Oh, vor allem der Schatten. Sehr nett. Gute Idee. Sehr gute Idee. Ja, der Mick hat auch schon geschrieben, dass er sich für diesen HD-Patch hier interessiert. Mick, jetzt siehst du, was er kann. Mach mal eine PC-Pause. Genau, bitte die maximale Benutzungsdauer von einer Stunde einhalten, Freestyler. Nicht länger vorm Bildschirm. So wird auch bei Rainbow Six Siege ja immer gewarnt. Bis nachher, mach's gut, Freestyler. Gönn dir das Abendessen, was du angekündigt hast. Das ist wohl instantly da. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein. Was ist denn das für ein Ornament? Wir gucken es mal illegalerweise kurz an. Ornamentili? Er hat mir doch ein Ornament gegeben. Erz gab's, stimmt. Der hat einen Wert von 200. Erz hatte früher einen Wert von 1. Ich hab Schafsfelle, lol. Warum habe ich das Ornament nicht im Inventar? Was ist da los? Nach dem Schafsfell, ernsthaft? Bruchstück ein, ach so. Ach ja, es ist nur ein Bruchstück. Aber wow, du kennst dich ja krass gut aus, wenn du das sogar am Bildchen erkennst. Ja, sehr nice. 10 Leute darf ich unterhalten. Vielen Dank, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag. Lasst es euch gut gehen. Danke fürs dabei sein und wenn ich was verbessern kann in der Performance, was euch besser zusagt, sagt mir Bescheid. Ich gebe mein Bestes. Mir macht's Bock. Also es ist wirklich klasse. Und es war die richtige Entscheidung, Gothic 2 wieder anzufangen, wieder zu spielen. Muss ich da rein? Lol, da liegt eine Steintafel. Ich muss da rein. Lars hat mich ja da hingebracht, aber dann muss ich die Fackel jetzt aus der Hand werfen. Speichern. Gespeichert. Unterhalten.
Ich glaube, die Fackel ist aus Eisen. Ich dachte, das wäre eine Holzfackel. Alter, wie viele Viecher kommen hier? Kann ich es mit 3 Ratten überhaupt aufnehmen? Nee, kann ich nicht. Ich kann es mit 3 Ratten nicht aufnehmen. Ist mir egal. Ich bin der schnellste Läufer in ganz Korinis. Fucking Rats. Ist da ein Skelettgoblin? Was ist hier los? Oh my fucking goodness, rechts oder links? Rechts oder links? Lol, jetzt kloppen die... Wie meine Fackel einfach weg ist. Es gibt hier doch bestimmt sowas wie ein Speedbuff. Vergessen, Feuerpfeil, schwere Wunden, Eispfeil, Eisblock, Feuerball, Licht. Kann ich die Fackel nehmen? Leichte Wunden, Nachricht. Also gut. Fackel. Ja, Fackel. Okay. Renn, Brudi. Mhm. Ich lasse mich jetzt einfach von denen. Mach mal einfach einen auf. Ich lasse mich überhaupt nicht stressen. Hä? Ich bin übertrieben entspannt, wie ihr merkt. Ja, ihr guckt euch einfach hier schön die Atmosphäre an. Wir haben hier ein paar Spinnweben. Sonst ist auch alles beim Alten. Oh, fuck. Oh, fuck, Alter. Die hauen mir einen Arsch rein. Das ist... Hilfe, 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 helf mir, helf mir. Wassermagier, helf mir, hallo, bitte. Aua. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Alter. Wow. Hilfe. Easy, oder? Geht eigentlich auch ohne Fackel. Ja, aber... Alter, bolzt der die One-Shot weg? Ein Mistvieh weniger. Ich liebe es. Ein Mistvieh weniger. Komm, wir legen die Fackel mal hier in den Eingang. Oh. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Das ist doch eine nette Begrüßung, oder? Schade um die EP. Geht eigentlich auch ohne. Du meinst ohne Durchrennen, dass ich alle Viecher knack. Auch die... Den getriggert. Aber... Er kackt mich eh nur an, Alter. Scheiß auf den Boy. Das gönne ich mir so. Ah, jetzt kommt die Videosequenz. Die will ich doch sehen. Die müssen wir anschauen. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Der Erzfeind! Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich weiß auch nicht. Der Erzfeind halt. Tut mir leid, ich wusste nicht. Ja, aber. Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Die Barriere mit dem Erzhaufen zu sprengen ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ihr hättet euch am Ende damit noch selbst in die Luft gejagt. Das ist doch der Gipfel. Wer gibt dir das Recht, über uns und unsere Absichten zu richten?
Wenn ich nicht so ein friedliebender Mensch wäre, würde ich den Zorn Adranos auf dich heraufbeschwören, mein Junge. Komm mir nicht so, Alter. Ich bin der Beste in der Kirchengemeinde, den du kennst. Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinnis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ja, ich hasse die Wassermagier. Ich kann ja, weißt du, ich gehöre zum Ring des Feuers. Nee, Ring des Wassers. Aber ich meine, ich bin Feuermagier. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Oh. Sorry, ich bin netter allein. Gamer. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Dass ich der motherfucking Best Bro in ganz Korinnis bin. Digga. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag Laris. Nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt wirklich, komm mal wieder runter. Er triggert ich komplett. Dir das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Der Erzfeind. Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Leute, was schreibt der Chat? Im dritten Teil kann man die Wassermagie erledigen. Okay, nice. Der unfähigste Haufen. Der unfähigste Haufen, dann hör mal her. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen die erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Saturas, guck mal. Ich weiß nicht, was ich dazu sage. Keiner kann dich leiden, der ganze Chat hatet dich, Alter. Ich traue dir nur, solange ich komplett auf, so zu sein. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Will ich mir Mühe geben. Nie tun. Will ich nie tun, Brudi. Ich bin der vertrauenswürdigste Typ, den du kennst. Ich würde niemals... Schau dir mal an, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Saturas. Glaubst du, dass ich jemals reintrollen würde? Mann, alles, was ich mache, mache ich mit vollem Ernst. Ich will, dass wir wirklich das Ding drehen und ich werde niemals irgendjemand trollen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ja? Alles, was ich mache, ist vollkommen ernst. Hummel. Jetzt macht er ernst. Was machst du, Bummel? Diese Fallen beherbergen alte Geheimnisse. Was aus der Hölle schon wieder? Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Die sind doch eigentlich gerade bei Ausgrabungen, oder? Ich könnte eigentlich euch helfen. Ich habe einen Klappspaten. Habt ihr Bock? Es sieht begeistert aus, oder? Ich denke, er ist begeistert. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Legen wir mal dahin. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir bringen. Können wir ja dann machen, wenn das Wassermagier sind, ballern wir ein paar Feuerbälle raus. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden.